Professor Dr. Wilhelm Hankel zu Gast bei den Freien Wählern im Bayerischen Landtag. Hankel ist Währungsexperte, Wirtschaftswissenschaftler und einer der schärfsten und bekanntesten Eurokritiker in Deutschland. Vor dem Bundesverfassungsgericht hat er Klage eingereicht gegen den Milliardenkredit für die Griechenlandhilfe. In München hat der Währungsspezialist die Landtagsfraktion der Freien Wähler über seine Sicht der Eurokrise informiert. Wilhelm Hankel im Interview. Verstehen die Menschen die Eurokrise überhaupt noch? Man versteht es nicht, aber man ist zugleich entsetzt. Die Furcht wächst, dass mit diesem Milliardenrausch etwas verbunden ist. Was mit ihm verbunden ist? Die Inflation. Wie sinnvoll ist der Schuldenschnitt für Griechenland Ihrer Meinung nach? Das Geld wird ja gar nicht Griechenland gegeben. Die Banken werden zwar die Schulden streichen, aber dann, wenn sie gestrichen haben, Ersatz aus den nationalen Bankensicherungsfonds bekommen. Wir haben ja einen, den SOFIN, der ja noch gar nicht richtig in Anspruch genommen ist. Das heißt, die Banken verzichten auf Schulden für Griechenland, lassen sich's aber zu Hause ersetzen. Steht die EU durch die Eurokrise vor dem Aus? Sie könnte bald vor dem Aus stehen, wenn sie so weitermacht. Diese Eurokrise wird leider total falsch gemanagt und vor allen Dingen auch total falsch unserem Volk mitgeteilt. Es steht ja gar nicht zur Debatte, dass der Euro gerettet werden muss. Es müssen sollen vielmehr marode Banken und bankrotte Staaten gerettet werden. Und von den Milliarden der Rettungsfonds kommt wahrscheinlich kein Euro und kein Cent bei den Bedürftigen in Griechenland an, bei den Menschen. Wie kann man den Euro dauerhaft stabilisieren? Letztlich muss man die Eurozone auf die Länder beschränken, die stabil sind, stabil bleiben wollen. Und es wird eine kleinere Eurozone geben, dann lässt sich der Euro erhalten.